Also zurück zu unseren beiden Beispielen. Wir haben einmal Chris. Chris ist ein erfolgreicher Salon-Inhaber, der seit langem mit uns arbeitet. Sein Name ist nicht wirklich Chris und das ist nicht sein echtes Bild, aber es gibt ihn. Und er ist sehr erfolgreich, nur sein Kundenstamm stagniert seit 1-2 Jahren. Und jetzt hat er uns gefragt, wie soll ich denn meinen Umsatz weiter steigern? Ich bin doch schon erfolgreich. Und er sieht die einzige Möglichkeit darin, in eine bessere Location zu ziehen und sich zu sagen, so sehen mehr Leute meinen Salon und so bekomme ich mehr Kunden. Wir sind natürlich als Softwarefirma, sagen wir eben, so funktioniert das nicht. Es gibt andere Wege. Man muss nicht einfach umziehen und komplett neu anfangen, sondern es gibt Wege, wie man online Kunden von Kunden gefunden werden kann. So rum. Und das ist hier bei Chris der Fall. Im Salon sind sie alle wahnsinnig zufrieden und bedanken sich und sind unglaublich glücklich mit ihm. Aber online sagen sie nichts über ihn. Die einzigen, die online etwas schreiben, sind natürlich die, die sich beschweren. Das Problem kennen wir. Und deshalb hat er auch so ein bisschen, möchte er nicht online arbeiten. Aber die Tatsache ist einfach heutzutage, dass 9 von 10 Kunden zuerst online suchen. Selbst wenn sie von Freunden den Salon empfohlen bekommen, gehen sie erst online und schauen nochmal nach. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr wisst, was online über euch gesagt wird und dass ihr das, ja, dass ihr ein bisschen die Kontrolle darüber behaltet und dass ihr das in Angriff nehmt und nicht einfach nur geschehen lasst, sondern dass ihr es aktiv beeinflusst. Und dann haben wir als zweites Beispiel Nadine, auch sehr erfahrene Friseurin, Coiffeurin. Und sie sieht ihren Ruf online ganz anders. Für sie ist ihre Reputation wie ein Fluss und die Bewertungen, die sie online von Kunden bekommt, sind so die Strömungen, die das Ganze antreiben. Und das hier zum Beispiel ist ein Bild von Nadines Salon. Habt ihr ihn gefunden? Da ist der Eingang. Aber Nadine ist wahnsinnig erfolgreich, weil sie eben nicht auf ihr Schaufenster setzt, sondern auf andere Kanäle wie Social Media, Online-Reputation, das heißt die Bewertungen im Netz auf Facebook oder Google und Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn man, Nadine sitzt in Dublin, wenn man Nadine, also Coiffeur, in dem Teil von Dublin eingibt, taucht sie als erstes auf. Und das liegt daran, dass sie einfach fantastische Online-Bewertungen hat und viele Bewertungen. Das Wichtige, was man verstehen muss, ist eben auch, der Ruf ist nicht statisch. Das ist wie, wenn man nicht nur online, das ist allgemein ja so. Man muss immer aufpassen, wie man jeden neuen Kunden behandelt, dass er zufrieden ist, damit das auch in Zukunft so weiter bleibt. Und das ist online genauso wie in Person. Und deshalb haben wir für unsere Kunden etwas entwickelt, das nennt sich der Online-Reputationsmanager. Das kann man auch ohne dieses Tool machen, aber das macht es wahnsinnig einfach. So hat man nämlich in seiner Salonsoftware, was ein Kassensystem sein kann, alle Bewertungen, die es online über euren Salon gibt, habt ihr auf einen Blick und könnt genau sehen, wie viele Bewertungen habe ich wo bekommen und auch tatsächlich, was wird gesagt. Das heißt, man kann jede Bewertung einzeln reinsehen und man kann auch direkt darauf antworten. Das Wichtige bei einer negativen Bewertung, und wir haben das selber als Firma auch, habe ich letztlich noch gehabt, haben wir eine negative Bewertung bekommen, weil ein Kunde sauer auf uns war, weil er uns nicht erreichen konnte. Das Einfachste ist tatsächlich, auf den Kunden zuzugehen und mit ihm zu sprechen und mit ihm persönlich nochmal ein Gespräch zu führen. Und direkt wird die Bewertung wieder positiv, weil viele wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Die wollen einfach, dass man sich um sie kümmert. Und wenn man das alles natürlich einzeln in Google nachsieht, dann hat man schon wieder ein paar Wochen verloren, weil das macht ihr natürlich nicht jeden Tag. Und deshalb ist dieses Tool so einfach, weil man es alles auf einen Blick hat und man kann sofort antworten. Wenn man mal gerade 10 Minuten Zeit hat im Salon, kann man direkt so machen. Und unsere gute Nadine hat deshalb ein einziges Dashboard, von dem sie auf alles reagieren kann und so ihr Google-Ranking verbessern kann. Und das ist nämlich der zweite Punkt. Man kann mit einem Klick allen Kunden, die einen gut bewerten, das heißt, ich weiß nicht, ob das in eurem Salon habt, ein internes Bewertungssystem, wo man von Kunden Feedback fragt, wenn sie nach dem Besuch sagen können, ich gebe dieser Behandlung oder diesem Stylisten 1 bis 5 Sterne. Und wenn man diese guten Bewertungen auf diese Bewertungen setzt und diese Kunden dazu bringt, dass diese ihre Meinung auch online teilen, dann habt ihr nicht nur die, die sich beschweren wollen, sondern auch die, die wahnsinnig glücklich sind, die dann zu euch kommen, beziehungsweise auch online so ein bisschen über euch sprechen. Die meisten machen das sehr gerne. Sie kommen nur einfach nicht drauf, weil sie sind zufrieden und gehen weg und fühlen sich gut. Aber wenn sie ein bisschen einen Anreiz bekommen, sagen, ja gut, verstehe ich, mache ich gerne, dann klappt das ganz fantastisch. Und die Kunden, die das bei uns nutzen,
kriegen immer mehr Bewertungen und positive. Und wenn dann mal eine negative dabei ist, ist auch kein Problem, wenn man die nicht los wird. Denn dann kann man einfach 5 bis 6 neue positive Bewertungen bekommen und dann wird das Ganze schon wieder nach unten. Das heißt, Bewertungen muss man pflegen. Man muss ein bisschen was dafür tun. Das ist wie die Kunden zu pflegen. Und so bepflegt man eben die Bewertungen online. Man muss sich ein bisschen alles ansehen. Aber so gewinnt man Neukunden. Denn die Kunden, die euch online finden und die guten Bewertungen sehen, denken sich, da kann ich drauf vertrauen. Da haben 88 Leute gesagt, das ist gut. Da gab es vielleicht 2, 3, die haben gesagt, da war ich nicht zufrieden. Aber das macht es nur ehrlicher. Das ist auch gar nicht schlecht, sondern da wirkt es authentisch. Und das weckt Vertrauen. Und wie wir letztlich festgestellt haben, wir haben tausende Salons weltweit und haben festgestellt, dass wenn ein Kunde online buchen kann, dann macht er das zu 45% außerhalb der Öffnungszeiten. Das heißt, potenziell verpasst ihr bis zu 45% der Buchungen, wenn der Kunde nicht online buchen kann und euch online einfach nicht gut findet. Und einmal merci, aber es geht noch ein bisschen weiter. Weil ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Und deshalb möchte ich euch noch kurz vorstellen, was auf die Online-Buchung aufbaut. Was wichtig ist, wie die Online-Reputation ist, eben auch das Markenerlebnis für eure Kunden außerhalb eures Salons. Ihr habt alle besonders starke Marken, gerade bei den Intercoiffeuren sind alle sehr anspruchsvoll. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr habt schöne Logos, ihr könnt euch gut darstellen, eure Kunden kennen euch. Und deshalb haben wir für unsere Kunden zum Beispiel eine neue App entwickelt, wo man auch, jeder Kunde läuft mit dem Smartphone rum und macht alles über das Handy heute. Und wir haben das so entwickelt, dass jede App, das heißt dieses Erlebnis, was der Kunde mit euch auf seinem Handy hat, eben auch eurer Marke entspricht. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Und so kann man dann eine Dienstleistung aussuchen, einen Mitarbeiter buchen und zack. Die Frage ist natürlich, wie soll ich als Coiffeur meine eigene App entwickeln? Ist natürlich nicht jeder noch sein eigenes IT-Department dazu. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass unsere App so aussieht wie die App von dem Salon nebenan. Denn sonst hat das keinen Sinn und die Kunden kommen durcheinander und buchen möglicherweise im Falschen. Deshalb haben wir hier als Beispiel einfach mal einen Kunden von uns in Großbritannien, Sherlock Holmes. Wortspiele gibt es überall. Und dann kann man das bei uns ganz einfach machen. Man sucht sich ein Logo aus, man sucht sich ein Hintergrundbild aus. Das kann ein Bild vom Salon sein oder etwas, was man mit den Kunden gerade teilen möchte. Und eben eine Farbe. Kann man einfach selber zusammenstellen und schon hat man eine App, die einem selber entspricht. Oder man ist einfach ein bisschen anders drauf oder noch anders. So hat jede App so ihren eigenen Touch, die wirklich euch entspricht. Was auch noch ändert, diese Beispiele sind jetzt die Grundeinstellung. Dann kommen immer mehr Themen dazu, wie man das noch weiter personalisieren kann. Was noch dazu kommt, ist natürlich, kein Kunde wird auf den App Store gehen und sich nach eurem Salon suchen, sind wir uns mal ganz ehrlich. Es wird nicht passieren und deshalb bieten wir unseren Kunden ein ganzes Marketing-Kit an, wie sie das auf sozialen Medien und per E-Mail mit ihren Kunden teilen können, dass es diese App eben auch gibt und dass man die finden kann, dass sie darüber buchen können. Und das heißt, jeder unserer Kunden bekommt Flyer, die er sich drucken lassen kann, bekommt Bilder, die schon zurechtgeschnitten sind auf die verschiedenen sozialen Medien, die er teilen kann und er bekommt, und jetzt hoffe ich, das klappt, weil jetzt kommt ein Video und das klappt dann meistens nicht mehr. Ja. Er bekommt ein auf ihn zugeschnittenes Promotion-Video dazu, das den Kunden die App vorstellt. Das klappt jetzt gleich. Ich bin optimistisch. ja, so, da geht's los. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten ein bisschen wie... Es gibt bei uns auch für jeden Kunden ein Team. Das nennt sich das Grow-Team. Das hilft unseren Kunden dabei, die Funktionen zu nutzen, die den Umsatz steigern. Und die machen dann eben, das Video ist jetzt noch auf Englisch, das gibt es dann auch auf Deutsch. Die helfen dann wirklich unseren Kunden, sich selber auch zu promoten und zu vermarkten. Und die helfen einem dabei, das so anzupassen und zu verteilen, dass ihr quasi euch selber vermarkten müsst. Ihr müsst nicht auf irgendwelche Marketplaces geben oder anderen Leuten Geld dafür geben, dass ihr es macht. Ihr könnt es tatsächlich selber machen. Was wir sehr wichtig finden, weil ihr anspruchsvolle, unabhängige Coiffeure seid mit starken Salons, ihr müsst es nicht aus der Hand geben. Und wir wissen aus Erfahrung, dass diese Buchungen über die App wahnsinnig erfolgreich sind und
die Buchungen bei unseren Kunden auf jeden Fall erhöhen. Und jeder Stammkunde, der über die App bucht, bucht auch danach wieder über die App. Und er kommt tatsächlich häufiger zurück. Dann hat man nämlich nicht mehr diesen Moment, wo man sich sagt, ich muss mal gleich nochmal anrufen und einen Termin buchen, sondern man macht es ganz einfach übers Handy. Und das geht zu jeder Zeit. Und das hat bei uns unseren Kunden wahnsinnig viel Erfolg. Und wir sind sehr stolz drauf, weil sie einfach klasse aussieht. Und jetzt kann ich gerne Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Okay? Ich weiß nicht, wie... Ja. Sonst, ja. Das ist die nächste Präsentation. Wir machen zwei verschiedene, weil sonst, wenn ich achtmal das Gleiche erzähle, werde ich, glaube ich, wahnsinnig. Aber das in der nächsten Präsentation, die wir gleich machen und dann später auch nochmal, reden wir darüber, wie ihr Instagram nutzen könnt, um neue Kunden zu finden, die genau euren Kunden entsprechen heute. Und das wird, das ist noch nicht live, aber da sind wir sehr gespannt drauf und freuen uns. Ja. Sure. One sec. You want it in French, maybe? Ja. Genau, am Nachmittag oder gleich nochmal. Wir machen zwei verschiedene, weil sonst... Das... Bitte? Genau, ja. Aber ich gebe dann ein Zeichen. Sehr gerne.